Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Wir haben unser Dokument geschrieben, wir haben jetzt Tabs, Stops und so weiter gemacht. Was ein bisschen noch fehlt, sind so Sachen wie Kopf- und Fußzeile. Ja, was das ist, werde ich jetzt gleich herzeigen. Also da oben ist so ein großer Bereich, wo nichts drinsteht. Und unten ist auch so ein großer Bereich, wo nichts drinnen steht. Da wäre Platz für eine Kopf- und eine Fußzeile. Eine Kopfzeile ist etwas, was man oben hinschreiben kann. Ja, und eine Fußzeile, das sind zum Beispiel üblicherweise, Seitenzahlen zum Beispiel drinnen oder Outdoor oder irgendwas. Ja. Wie komme ich jetzt zu dieser Kopf- und Fußzeile? Ja, also ich bin da oben im Start. Wie komme ich jetzt zu dieser Kopf- und Fußzeile? Ich meine, einfach, am einfachsten ist es, da kann er nämlich nicht rein. Immer wenn ich da reinklicke, springe ich zwar da unten nochmal drum, aber da oben kann ich nicht rein. Wenn ich einen Doppelklick aber da oben hin mache, tak, tak, dann bin ich in der Kopfzeile. Und da sehen wir, da können wir jetzt auf einmal was hinschreiben. Ja? Und da schreibe ich zum Beispiel, AINF, weil es für Informatik ist. Und schau mal, da oben sehen wir jetzt schon was. Da oben gibt es so Tabulatoren, die wurden automatisch von Word hinzugefügt. Ja? Also es gibt, man kann links schreiben, der nächste Tabulator ist mittig. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt Tab drücke, kann ich jetzt zum Beispiel jetzt Microsoft Word schreiben, als praktisch so, wo ich bin, und rechts schreiben wir noch hin, wo wir sind bei der HTBLUVA St. Pölten. Und jetzt steht das auf jeder Zeile, auf jedem Papier. Wie beende ich die Bearbeitung? Ich kann entweder da oben Kopf- und Fußzeile schließen, weil, schauen wir mal, da oben ist was Neues dazugekommen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, ja, das ist Kopf- und Fußzeile hinzugekommen. So, und unser Menüband hat sich jetzt erweitert. Wir sind auf Kopf- und Fußzeile jetzt und da kann man alles Mögliche, einstellen. Aber wenn ich da auf Beenden drücke, jetzt sehen wir, das ist auf jeder Seite ist das hier hinzugekommen. Auf jeder Seite von meinem Dokument. Das ist ja eigentlich ganz nett. Ja. Machen wir Fußzeile auch noch. Also Doppelklick, wie gesagt, eine Möglichkeit. Wie kann ich sonst noch hier unten reinkommen? Und zwar unter Einfügen, da oben unter Einfügen Menüband, kann man Fußzeile, wenn man das aufklappt, dieses Fußzeile, kann man sie entweder irgendwelche vorgefertigten Fußzeilen verwenden. Ich mache das eigentlich nicht, weil ich möchte kontrollieren, was ich mache und nicht einfach was Vorgefertigtes nehmen. Es gibt eine Menge, wie man da sieht, aber ich sage einfach Fußzeile bearbeiten. Und jetzt bin ich da unten. Und wieder sehe ich, es gibt hier in der Mitte, es gibt hier rechts und so weiter. Also links schreibe ich zum Beispiel meinen Namen üblicherweise hin. Heinz Peterschowski. Ja. Mitte schreibe ich normal nichts. Und rechts möchte ich jetzt eine Seitenzahl hinzufügen. Und da hilft mir das da oben. Ja. Da hilft mir diese Sache da oben. Und da gibt es eine Seitenzahl. Und da aktuelle Position, einfache Zahl, eckige Klammern, groß, kann ich wieder irgendwas. Ich meine, einfache Zahl reicht mir normalerweise. Und jetzt steht da 1. Ja, und wenn wir auf die nächste Zeile scrollen, steht da 2. Auf die nächste Zeile steht da 3. Ja, jetzt habe ich eine Seitenzahl hinzugefügt. Ja, dazu ist Kopf- und Fußzeile gut. Ja, wie groß jetzt die Kopf- und Fußzeile ist, das kann man da einstellen. Fußzeile von unten ist zum Beispiel 1,25 cm. Schauen wir uns an, was da passiert, wenn ich das erhöhe. Dann rutscht es da nach oben. Und im Zweifelsfall wird auch das nach unten geschoben. Weil manche Sachen haben eine riesige Fußzeile. Ja? Also 1,25 cm haben wir da gehabt. Das hat eh ganz gut ausgeschaut. Normalerweise, ich meine, die wissen schon, was machen. Und da können wir das genauso nach unten und nach oben schieben. Natürlich können wir auch 0 cm wählen. Was passiert denn da eigentlich? Das habe ich überhaupt noch nie ausprobiert. Da bist du bei der Spick zu oben. Schier. 1,25 cm. Ja.
Was kann ich da noch hinzufügen? Vielleicht da in die Mitte. Vielleicht gebe ich doch was in die Mitte hinein. Da gibt es Dokumenteninformationen. Ja? Da kann ich zum Beispiel sagen, was gibt's da? Firma, Kurzfassung, Schlüsselwörter, Veröffentlichkeitsdatum. Das ist vielleicht nicht schlecht. Kann ja Datum einfügen. Ja? Weg. Gibt es aber noch viel mehr. Weg mit dem Entfernen. Ja? Datum und Uhrzeit zum Beispiel. Freitag, 7. April 2023, das ist heute. Park. Schon da. Ja? Das ist nicht schlecht. Das kann man vielleicht noch kleiner schreiben. Kann man dann eben auf diesen Knopf drücken, dann ist etwas kleiner geschrieben. Das ist nicht schlecht, wenn man zum Beispiel so verschiedenste Varianten hat. Sagen wir, jetzt habe ich mein Skriptum veröffentlicht und da wurde ein PDF erstellt, das zeige ich auch irgendwann her, wie das funktioniert. Und irgendwann später bessere ich was aus, weil ja irgendwann ein Fehler noch drinnen ist, ja, passiert praktisch immer. Und dann ist es nicht schlecht, wenn man irgendwo ein Datum stehen hat. Und wenn man dieses Datum da irgendwo stehen hat, dann weiß man, okay, das ist ja noch eine alte Version, weil dann steht im neuen PDF steht ein neues Datum drin. Ja. Das gefällt mir besser wie Versionsnummern irgendwie. Ja. Ist einfach eindeutiger. Stimmt nicht ganz, weil wenn ich später vom gleichen Dokument wieder ein PDF erzeuge, hat sich das Datum geändert, obwohl sich der Inhalt nicht geändert hat. Aber ich sage einmal, für meine Sachen ist das ausreichend. Ja. Also das kann man da in die Kopf- und Fußzeile hinein tun. Und da kann man zwischen Kopf- und Fußzeile wechseln da oben. Ja. Und was es mit voriger und nächster auf sich hat, das werden wir noch kennenlernen. Ja. Das werden wir noch kennenlernen. Schnellbausteine können wir auch was hinzufügen. Auto betreff. Also da oben mit dieser Kopf- und Fußzeile schließen, dann ist das da. Man sieht, es ist zwar so ausgegraut, ja, wenn man das geschlossen hat, aber es wird schwarz gedruckt. Ja, es wird satt gedruckt wird es satt. Ja, braucht man keine Angst haben. Das ist nur, dass man sieht, optisch hervorgehoben, beim Editieren, aha, passt. Das ist jetzt eine Kopf- und Fußzeile. Und wir haben da Kopf- und Fußzeilen schon etwas gemacht, nämlich eine Position verändert. Ja, wir haben ja das Layout angepasst. Das habe ich jetzt gerade so nebenbei mit erwähnt, wie das funktioniert. Wir haben also dieses Layout angepasst. Das nächste Mal kümmern wir uns ein bisschen um das Layout und dass ich ein bisschen herzeigen kann, was geht denn da alles. Ja, weil jetzt ist es ein A4-Zettel, wo ich in den Text schreibe. Ja, vielleicht kann man da ja Querformat, Hochformat, wie auch immer. Ja, Spalten. Schauen wir uns das nächste Mal an, was beim Layout alles möglich ist. Zumindest die wichtigsten Sachen, wie immer. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.